Okay, wo jetzt lang? Hier lang. Bluten wollen wir den jetzt nicht, den Toten. Das wäre für die Mädchen ein bisschen grausam. Hörst du? Hilfe. Ich höre nicht nur, sondern ich sehe sogar. Noch eine. Sie sind weg. Du kannst rauskommen. Hm, tot. Aber ein Schwein hier? Und das Schwein. Muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Und eine Petersilie. Käse. Okay. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder. Manchmal gehen sie auch selbst. Und kehren sie zurück? Nein, warum auch? Am Ende des Wegs gibt es genug zu essen. Fatis Süßkräuter holen gegangen. Er kam nicht wieder zurück. Mistelzweig. Aha. Hier lang. Durch die Höhle. Geh voran. Ich brauche noch eins von dem. Ich brauche noch Kräuter. Von der Petersilie. Ja. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Ja. Wir werden sehen. Wenn es von Wesemir kommt, dann wird es wahrscheinlich. Dann wird schon seine Wirkung haben. Hier waren wir doch schon. Da durch die Höhle. Jetzt auch noch eine Petersilie gegeben. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Nein. Dann habe ich auch keine. Ich habe Angst. Niemals. Nicht vom großen bösen Wolf. Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Versteck dich. Okay. Wir können wohl mit der Steinwaffe nicht. Oder doch? Das ging schnell. Dem hast du es aber gegeben. Brauchen wir das Pulver gar nicht. Oder war das ein Schwert dran? Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Ja. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren. Die Kleine. Keine Details. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön,
Bring uns zu deinem Herrn. Das wird wohl der blutige Baron sein. Und er erzählt uns die Geschichte. So. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt! Ich kenn doch mein Kind! Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Nein, du erzählst es mir jetzt. Los. Diese Schärfe. Hüte deine Zunge, Hexer. Denk dran, du schuldest mir was. Hast ein paar meiner guten Männer zerlegt. Wir sollen uns doch einigen, oder nicht? Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Ja, vielleicht finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Du weißt doch wieder mal gar nichts. So wie der schwarze Kommandant, den wir dort am Anfang in der kleinen Festung getroffen haben, wo der dann gesagt hat, ja, ich weiß nicht mehr. Aber das hättest du jetzt ja nicht gemacht, wenn ich dann... Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? Gar keine. Nur mein Wort. Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Aha. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Ja. Noch ein bisschen looten. Ein paar Bücher klauen. Schade.
Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Schon gehört? Der Hauptmann hat vom Baron eins auf die Mütze. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen hat. Brief von Tamara. Ob das mitkriegt, wenn wir plündern? Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Ich hab die Krätze. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Okay, schauen wir uns mal um. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild, die Größe stimmt. Welches Bild? Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Aha, ein Bild. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Das sollte man vielleicht mal untersuchen. Ein kaputter Kerzenleuchter. Jemand hat ihn gegen die Wand geschlagen und ist in den Schrank durchgebrochen. Es wird interessant. Ja. Vielleicht gibt es noch mehr Kampfspuren. Mal nachsehen. Okay, damit können wir nächstes Mal tun. Bisschen Plünder mitnehmen. Können wir vielleicht irgendwann mal verkaufen. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Ich bezahle jetzt irgendwie mal ein bisschen mehr. Die Größe stimmt. Ich hoffe, er bemerkt es dann nicht. Bisher lief es immer gut. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Nach draußen. Sieh hinein. Aha, hier endet die Spur. Dass die silbernen Dinger nur ein Ding wert sind, kann ich nicht glauben. Das verkaufe ich woanders. Das ist mir der eine Händler, das. Okay, das wollte ich jetzt nicht unbedingt tun, aber okay. Hier führt es hin. In den Schrank, wenn ich das richtig sehe.
Naschwerk geklaut. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Ja. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Kann ich mal gerade was versuchen? Ah, verdammt. Das kannst du nicht tun. Das wäre lustig, wenn das Pferd dann reingaloppiert kommt. Das ist... Kleiner Pisser. Okay, geht's noch lang. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Rest aktualisiert. Okay, hier kann ich rein. Okay, kann man her. Scheiße. Geht's runter? Hol den Sonderling raus. Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn weg. Okay, die Wachen sind blind. Ich hab direkt vor der Schnauze was geklaut. Die Wachen verärgert. Kann sein, dass die dich angreifen. Haben es doch gesehen. Hat vorhin mal direkt vor der Schnauze der Wachen was geklaut. Servierplatte. Zwergenschnaps. Mehr Zwergenschnaps. Okay, wir nehmen seinen Vorrat Zwergenschnaps mit. Haben wir nicht einen Schlüssel dafür? Okay, Öl, okay, um Öl zu finden. Ja. Zieh das Öl auf den Platz für deinen Stahl oder dein Silberschwert. Hier ist noch eine Kiste, die wir nicht gelootet haben. Das wäre ein Schnaps. Lass nichts liegen. Daran kommen wir nicht. Okay, folgen wir der Spur weiter. Das jetzt hier nicht Sirius. Schnucki! Da wurde doch gerade gesagt, warum, was hast du denn zu graue Haare?
Tag auch. Das wäre ein Schnaps. Die haben viel Zwergenschnaps hier. Elf Zwergenschnaps. Oha. Können wir uns ja tot saufen. Und bisher haben wir weitestgehend ohne Konsequenzen geplündert. Hier nicht so viel. Du da, Weißer. Hast gestern wohl auch etwas zu tief ins Glas geschaut. Kleines Messerchen. Ein Becher. Kronleuchter. Nicht Kronleuchter, sondern Kerzenleuchter. Zum Teufel machst du denn da? Nix. Guck mich nur um. Eine mystische Paste. Die können wir brauchen. Schnaps. Ein Gebet. Ja. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Okay, und nun? Sprich mit dem Baron über das, was du herausgefunden hast. Aha, alles klar. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Ein paar Fässer für Zwergenschnaps plündern. Mehr Zwergenschnaps. Nach dem hier werden wir ordentlich feiern. Glossar, das gibt's die ganzen Sachen. Okay. Fünfzehn Zwergenschnaps. Nicht übel. Und noch ein bisschen Alchemisten zurücksammeln, können wir vielleicht mal ein bisschen mehr experimentieren. Einen oder anderen Trank brauen. Könnte man mal machen. Aber erstmal hoch zum Grafen, zum Baron. Geh mir aus den Augen. Na, Suche beendet? Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ah, ja. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Ich werde zu müde.
Quest aktualisiert. Finde Hütte des Weidlers. Ah ja. Versuch mal, was können wir hier? Alchemie. Da fehlen uns noch Pilze für. Und mehr Trinken haben wir noch nicht. Bei Karte haben wir auch noch keinen Punkt. Tja, dann hauen wir mal ab. Hol den Sonderling raus! Ich glaub, der Sonderling schläft. Also musst du jetzt gehen. Scheiße. Geht's, glaube ich, raus. Ganz genau. Ich wünsche euch die Pocken. Ebenfalls. Klingt für ein ganzes Bataillon, seit seine Familie verschwunden ist. Waffen aufwerten. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. Habe ich gerade während des Redens verschluckt. So bekommst du einen Bonus auf den Schaden deiner Waffen. Okay, Schleifstein. Ja, damit Gegenstände werden aufgewertet. Kein Händler, der hier mir was abkaufen will. Ein neues Modell. Den Schmied. Das ist nur schon wieder in sich gefahren. Warte mal ab. Ich brauche sie nur mit Medien zu verbinden und lose zu klammern. Wie kann ich helfen? Ein anderer Zwerg. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Okay, wir haben 100. Ja. Bernsteinstaub. Können sie wahrscheinlich nichts davon leisten. Nee, nicht wirklich. Schema Fährtenschlag. Okay, das können wir uns. Skelly Gamberson. Okay. Schiedteils Rüstung. Das ist zu teuer. Fährten, Laserhose. 24 Rüstung, 449. Oh, die wäre nicht schlecht. Nehme ich. Ja. Die verkaufe ich beim Schmied, die beim anderen Schmied die Sache. Dann kann ich Gwyn spielen. Ja. Das ist jetzt eigentlich eher weniger Mut drauf. Schmied soll es hier geben. Schon mal von vorbeugenden Arschtritten gehört. Wo gibt's denn Schmied? Hä? Na. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Hier offensichtlich nicht. Lass uns Hinkebein was zu essen geben. Der würde bestimmt sogar sein. Der Schleifstein ist jetzt wahrscheinlich der Schmied. Wir müssen die Pferde tränken. Lass mal reden, vielleicht. Wie kann ich helfen? Wir müssen was kaufen. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Fünf, okay. Die muss sowieso loswerden, weil ich die nicht mehr einsetzen kann. Den Quatsch kann ich nicht verkaufen. 16 für 4 Goldringe.
Nee. Knüppel für 5. Dann nimm halt. Die anderen Sachen sind mehr wert. Unverkäuflich. Gewöhnlicher Gegenstand 40 bis 50 Schaden, 41 bis 42. Leb wohl. Okay, wir müssen einmal Gewinn spielen, gucken wir dann später nochmal. Und wer ist mit dem Pferd? Das muss sein, ja hier. Was zum? Jo! Ah. Also jetzt, benimm dich! Auf und davon. Mhm.